Hallo Leute! Willkommen zu Uncharted 4. Euer Rayon ist wieder mal am Start und wir fahren sofort fort. Raus aus dem Vordermodus bitte. Und raus in die frische Luft. Boah. Wir sind immer noch mitten am Einbruch in Trossian. Hey, guck mal da. Im Einbruch, am Einbruch, egal. Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Durchbrechen? Gut, dann nicht. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Räuber leider. Okay. Gut, dass du in Form bist. Ja, immer doch. Ja, komm doch. Hopp. Mangel. So. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Klar geht's ihm gut. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Hey, immer, hier ist alles verschlossen. Geht's hier weiter? Nein. Könnten wir denn jetzt weiter? Da. Sam, hier. Gleich wie vorher. Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay, dann tauschen wir jetzt. Ja, dann tauschen wir jetzt. Und? Okay. Los. Und doch. Ich kann mir helfen. Das packst du. Hast du's? Ja, doch. Vorsicht, Vorsicht. Oh, shit. Morgen. Wir sind die Neuen. Nein, wir brechen nicht ein. Buonasera. Ma che sta facendo? Wir sind die Deutschen. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Oh, viel zu oft. Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Ach, okay. Wo sind wir jetzt? Okay, ab in den Maschinenraum. Ab in den Maschinenraum. Geht's hier weiter? Nein. Natürlich nicht, weil da viel zu einfach. So. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, klar doch. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, zurück in den Bauch rein. Sam, bist du da? Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Sam? Funkkontakt, vorbei. Toll. Ja, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir den einzigen Weg weiter, den wir weitergehen können. Nur geht's da unten überhaupt weiter? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe mal. Ich hoffe, das ist offen. Natürlich nicht. Da hoch. Das wäre typisch Uncharted, ja, ich hatte recht. Nathan, da hoch. Kriegst du das nicht hin? Ah, okay. Okay. Ist auch okay. Das ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Ja, egal. So, ein reines Fenster. Ist da jemand zufällig? Natürlich nicht, gut. Warum ja auch keine Wachen postiert sind. Hätte ich so viel Geld und wäre so rich wie die ganzen Leute hier, ich würde hier überall Wachen aufstellen. Hier die ganze Zeit. Ja, das könnte alles hier. Die könnten doch richtig gut runterschauen, obwohl da unten ist irgendwie nichts. Obwohl, den Hafen könnten die überwachen, obwohl. Ja, würde eigentlich nichts bringen, aber egal. Was ist hier? Okay. Fangen wir uns da wieder raus. Irgendwie weiter oder so. Runter. Bringt uns das was, wenn wir runtergehen? Bringt uns das irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ratlos. Bringt uns das, was wir hier machen? Wir wollen ja nicht runter oder so. Wir wollen ja nicht rauf. Obwohl, da aufs Dach. Das macht Sinn, ja? Und hoch, kann helfen. Das kriegst du hin. Komm, sag mir nicht, dass du das nicht hinkommst. Darüber. Komm, sag mir nicht, dass du das nicht hinbekommst. Also gut. Hier jetzt hoch und dann aufs Dach. Ja, da wollte ich hin. So sollte es sein. Ich finde das Spiel echt gut. Das ist eine perfekte Kombination aus Jump'n'Runs, Shooter-Einlagen, Kampfszene. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Müsste.
Und das Beste sind immer noch die Charaktere. Die sind einfach alle so sympathisch. Jeder hat einen eigenen Feel. Das ist cool. Gefällt mir. Wo müssen wir jetzt hin? Gesehen haben wir da auch? Nein. Da kommt Nathan nicht ran. Was hat uns das jetzt gebracht? Das ist nur, dass wir geguckt haben, oder was? Komm, bist da runter? Soll ich versuchen? Obwohl ich glaube... Ja, ich glaube, da drüben geht's weiter. Das sehe ich. Ja, die Frage ist da weiter. Gut, dann... Nathan, schwung! Komm, das packst du! Klar packst du das. Gleich weiter, wie James Bond. Yeah! Wow, ich hatte kurz Schiss. Man gewöhnt sich irgendwie dran. Am Anfang ist das noch so, jeder Sprung ein Adrenalinschub. Doch im Moment geht's eigentlich. Kommst du da nicht hoch, Nathan? Nathan? Ist das dein Ernst? Gut, dann gehen wir den Umweg. Nathan? Kann nicht sein, dass du das nicht hinkommst. Dann geh bald den Umweg, ja? Ach Mann, der müsste doch mega die Muskeln haben. Ich meine, der sieht nicht unmuskulös aus oder so. Aber er ist auch nicht voll der Muskelprotzer, weil er da sein müsste bei dem, was er... Wow, das war knapp. Bei dem, was er hier leistet. Und weiter. Boah. Oh shit. Oh Mist. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang kein Land gehabt. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Nö, leider nicht. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Wollte ich auch gerade sagen. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ach, sie ist vergeben. Tja, Mensch. Ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ich verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Der Typ ist mega unsympathisch. Was willst du, Alter? Du verstehst mich schon. Ach Gott. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Ich hätte eine Bazooka gezückt und den in den Haufen geschossen. Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Hat er wohl nicht im Handgepäck. Egal. Mann, der Typ kotzt mich an. Ja, Nathan hängt mal wieder an der Felswand. Okay. Wie so oft. Ich schaff das. Ja, bestimmt, Nathan. Mensch. So, wo müssen wir denn weiter? Okay, falsch gegangen. Und da runter. Rüber nach oben. So, und wieder Tomb Raider. Und los. Akrobatisch wie immer unser Neffen.
Mann, warum nehme ich Nein! Ach, du, das ist nicht dein Ernst, Mensch. Das gibt es doch nicht. Nochmal halt. Ach, Mensch. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich nehme übrigens gerade spät in der Nacht auf, weshalb meine Reaktionszeit ein bisschen unter der Möglichkeit leidet. Also nehmt da bitte ein bisschen Rücksicht. So, nächster Sprung. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? So. Und wir schwingen uns weiter. Und Sprung. Fuck you. Ach. Ich glaube, in dieser Folge mache ich einen Aufnahmesession-Stopp. Boah, ich bin schon so verdammt müde. Und wir müssen darüber. Ach Gottchen, ich habe keine Reaktion mehr. Aber egal, Ryan macht durch. So. Und weiter. So. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ach, da runter. So. Rüber, runter, weiter, hoch, raus. Kommen wir rüber? Nein. Willst du hinhelfen? Hier geht's nicht weiter. Was? Hier geht's nicht. Das ist doch bestimmt nicht da runter. Das kann doch nicht sein. Wir wollen doch hoch. Ah, hier geht's nicht hoch. Drüben vielleicht? Sieht auf jeden Fall besser aus, wenn mich fragen. Ja, hier geht's auch. Dann die Ringrinne auch. Oder was auch immer für eine Rinne ist. Das ist keine Ringrinne. Abflussrohr gedünst und da ist das Fenster. Kann man natürlich nicht ran. So, kommen wir hier irgendwo rüber. Ja. Kommen wir nicht hoch, dann wird da drüben weiter am Kasten. Und dann das Eisenrohr da entlang. So. Okay, Eisenrohr. Und hoch. So, wir sind auf dem nächsten. Auf der nächsten Etage. So. Das ist der Maschinenraum. Wo sollen wir hier manipulieren? Das Licht sollen wir ja ausschalten, soweit ich weiß, ne? Boah. Echt fett hier. Ja, schön, da ist es. Das könnte sonst böse enden. Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera. Ma che diavolo? Pronto? Das war nicht mein Handy, das war das Handy von dem Typen da unten. Ich dachte schon, so ein Klingelton habe ich gar nicht, habe ich mir gehört gedacht. Oh nein, das war nicht mein Handy. So, gib mir weiter. Und da runter. Hier ist doch niemand, oder? So. Gibt's irgendwo was, was wir uns anschauen können? Nee, schade. Na bitte, wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Gute Frage. Ah, großartig. Sam, hallo, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Ja, womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geboten. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Ha, da guckst du. Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Das hoffe ich.
Geilo. Okay. Geile Story. So. Wir könnten jetzt hier warten, wie hoch das Ganze geht. Ich weiß nicht, genau. Komm schon, hier muss doch irgendwo sein. Nichts. Das aktuelle Gebot steht bei 160.000 Euro. Muss doch was sein. Schon. Mann, ich bin hier langsam zu viel. Ja, einen Moment. Verdammt! Das gibt's doch nicht, Sinn, was ist? Komm schon, Nathan. Also, wie ich die Spiele mache, kenne wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, beim letzten, aber egal. Jetzt müssen sie was Neues einfallen lassen. Komm doch! So. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 230.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Oh, das war ja so witzig, okay. Mensch. Versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Reicher Sack. Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Putz! Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Ja, und das ohne das Kreuz. Das war's. Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Paris. Gut. Oh, armes Püppchen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Yay. Chef, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Ja. Der Ballsaal ist abgelöst. Kapitel 7. Licht aus. Lights off. Wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt. Den Scheinwerfer nach. Den Wagen. Alles klar. Das ist ein Plan wenigstens. Och Mann, das ist so spannend. Och, es ist zwar schon so spät, aber ich will nicht aufhören zu spielen. Ich glaube, ich nehme auch ein paar Folgen auf. So spannend, so spannend. Und ich weiß nicht, wo weiter. Konzentration, Rayon. Rayon! Rayon, Concentration, please. Darüber. Komm, Nathan, was kriegst du hin? Ja. Ich halt schon wieder. Oh, shit. Oh, shit. Bei Gefahr entdeckt zu werden, fühlt sich die weiße. Okay. Hm? Nein, nicht entdeckt werden, nicht entdeckt werden. Komm schon, beweg dich! Achso, das ist Tutorial. Okay. Geld bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halte dich aus dem Sichtfeld irgendwo heraus und. Ich muss darüber. Da drüben sehen sie mich bestimmt nicht. Komm schon, Nathan. Sind wir undercover unterwegs? So, haben wir wieder einer. Wir gehen runter. So, dann gehen wir hier weiter. Wir sollten uns eigentlich nicht sehen. Oder? Ich glaube nicht. Oder oben ist einer. Scheiße. Können wir das da irgendwie. Wo ist da drüben einer? Da drüben schauen sie. Kann ich mich unter dem durchschleichen oder sieht er mich dann? Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht rüberschleichen. Da drüben schauen sie. Kann ich den kalt machen irgendwie? Irgendwie? Ganz schnell? Unterziehen. Runter mit dir! So läuft das. Mann, das ist ein. Wow! Ich dachte schon. Boah. Das sind die nächsten Leute da oben. Das heißt, ich kann da nicht runter. Boah! Kann ich jetzt weiter? Die sehen mich da doch. Ich kann auch nicht einfach nicht runter. Die sehen mich dann doch bestimmt. Oder? Will mich die da sehen? Obwohl, der geht doch weg. Ich glaube, der kommt wieder. Oder? Ja, da oben schaut in die andere Richtung.
gut, dann Risk noch an. Runter neben. So. Sind eine Etage tiefer. Das ist sehr gut. Sollten wir sicher sein. So, ich will da hoch. Und den kalt machen wie vorher. Kann ich da hoch oder ist das irgendwie gefährlich? Ich glaube, das sollte ich schaffen. Ist hier jemand drin? Hier ist ja nicht mal jemand. Warum? Boah. Läuft weg. Oder wir gehen einfach zur anderen Seite, das geht auch. Oder wollen wir gleich da. Wir müssen gleich darüber, ne? Sieht uns da vielleicht wer? Ne, komm. No risk, no fun, wir schwingen uns da jetzt rüber. Komm schon, Nathan, rüber. Und schwingen. Und los! Ha! Damit habe ich euch erwischt, ne? Hier kann man doch mega so gut. Alter, das ist ein geiles Thumbnail. Okay, kein Thumbnail, aber ein richtig krasses Bild. Nathan mitten in der Flugperspektive. Das ist so geil. Ich liebe diesen Fotomodus. Und damit würde ich sagen, ja, die heutige Episode ist vorbei. Bis zur nächsten Episode. Vielleicht kommt es ja bald. Vielleicht heute noch. Vielleicht morgen. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles zusammenfasse. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Rayon.